Ja, herzlich willkommen bei den Vespa Entes in ZLMC. Schön, dass du da bist, schön, dass ihr da seid. Heute starten wir los mit den Haupttagen. Zwei tolle sonnige Extratage hatten wir schon. Wir machen uns schöne Tage, aber mit Abstand und haben trotzdem viel Spaß. Danke dir. Danke. Mei, hast du eine schöne Schrift. Dankeschön. Danke. So, Achtung, dass man das nicht weiß. Jawohl. Vielen Dank. Da bist du mal wieder geschickt. Viel Spaß. Jawohl. Einmal das Christus-Sackerl und das T-Shirt. Dann eine gute Fahrt und viel Spaß. Danke. So, extra für den schönen Banner einen kleinen Expander. Der verdeckt natürlich den Rost. So, hält bis 50 km/h. Okay, also Zündkerze ist rehbraun, hat man ja gesehen, ja klar. Jetzt hat das durchgeschüttelte Bier. Ab. Prost. Prost. Trifft man ja gar nicht. Überall hört man es knattern. Liebe Vespisti, herzlich willkommen in Zell am See zu den 11. Vespa Entes. Ein ganz schwieriges Jahr und umso mehr ein herzliches Dankeschön und großartig, dass ihr hier seid, dass die Vespa Entes Familie sich hier in den Bergen wieder trifft. Danke, dass ihr gekommen seid. Im Rahmen der Extratouren waren ja schon viele von euch da. Wir hatten zwei herrliche Tage. Auch heute schaut es sehr gut aus. Ich freue mich, dass wir tolles Wetter haben, weil tolles Wetter macht tolle Laune. So soll es sein. Covid-19-Regelungen haben uns natürlich eine Vielzahl von Dingen untersagt. Ihr habt ja das ja schon gesehen. Es gibt keine Bühne, es gibt keine Live-Musik. Ihr müsst in die einzelnen kleinräumigen Gastronomien am Abend gehen. Es wurde uns auch nicht erlaubt am Stadtplatz, aber das ist etwas Ortsinternes, das wäre österreichweit erlaubt. Es wurde uns nicht erlaubt, von der Stadtgemeinde irgendwelche Getränkestände oder so aufstellen zu lassen am Stadtplatz. Die Firma Heidenau steht am Stadtplatz, schaut dort vorbei. Das ist ein neuer Partner von uns und der zeigt eben die besten Reifen, die überhaupt auf der Welt sind. Das ist klar. Die Firma Heidenau am Stadtplatz. Ja, es geht los. Heute der erste Haupttag. Wir fahren in die Höhe hinauf. Normalerweise war das Problem immer, dass wir zu viele waren. Heuer auch im Grunde, aber aus einem anderen Grund. Die Gastronomie hat, wenn sie groß genug ist, die Regelung, dass nur 200 Outside sein dürfen. Wir haben jetzt mindestens schon 300 eingecheckt. Also können wir nicht an einen Ort fahren. Wir fahren zu zwei ganz tollen Sachen. Sie sind gleich im Endeffekt. Die eine ist vielleicht ein bisschen leichter zum Fahren, weil sie durchgehend asphaltiert ist und nicht zu hoch. Die andere ist ein bisschen höher und da ist natürlich auch ein bisschen lustige Schotterstraße drin. Welche machen wir? Wir trennen also diese Gruppe jetzt auf. Wo sind meine Männer? Bernie ist da. Bernie, unser First Driver, danke bei der Gelegenheit an mich. Führt die erste Gruppe, und das soll ungefähr die Hälfte sein, nach Utendorf in den Oberpinzgau zum Liebenberg, genau, zum Liebenberg. Da waren wir, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr. Vor zwei Jahren, Liebenberg, ganz, ganz toll. Das ist die leichtere Tour, Liebenberg. Die zweite Tour geht nach Salzfelden auf den Biberg hinauf zum Huckenberg. Da ist eine teilweise nicht asphaltierte Straße. Es ist auch ein bisschen höher, aber wirklich nicht schwer zu fahren. Haben wir auch schon mit 600 Leuten gemacht, kein Problem. Diese zwei Touren bieten wir heute an. Wir brauchen keine dritte, weil so viele sind wir nicht.
Liebenberg oder Huckenberg. Und jetzt bitten wir euch alle, die die bisschen leichtere Tour fahren wollen, die nimmt der Bernie schon in Empfang und fährt mit ihnen auf den nächsten Parkplatz rüber. Okay. Nein, alles retour. Unser First Driver hat die Regel geändert. Liebenberg bleibt stehen. Das ist die Tour in den Oberpinzgau. Und Huckenberg, die Tour nach Saalfelden, die fährt auf den anderen Parkplatz schon rüber. Ich wünsche euch eine gute Tour. Passt auf. Und das gehen nicht alle, oder? Abstand, Abstand, Abstand. Gleich auf meinen Teller. Jetzt läuft es weg. Oh. Ich nehme das. Und der Fante gibt es umsonst, oder? Merci. Prost. It's gotta be against the law to look this damn good. Cause baby, I feel real good, and I wish y'all would. Watch out now. Everybody watch out. Watch out now. I'm ready for a good time, and I came to groove. The whole band's here, and we came to move. Got a fresh haircut and two new shoes. We're here all night like we got nothing to lose. I'm coming out the jacket, cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming in hot, and I can't be beat. Watch out now. Baby, watch out now. Watch out. I'm on the move, I'm going up. I'm a man on a mission with no misses, and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Cause baby, I feel real good, and I wish y'all would. Watch out now. It's gotta be against the law to look this damn good, baby. Watch out now. Everybody watch out. Last call for the Monster Hall. And don't forget the tip. The sun went down, but we still rolling. The band's still going, playing all the hits. I guess I'm now. Hallo, grüß euch bei die Vespa Athletes. Schaut bei uns im Shop vorbei. There's nobody here. Today, suddenly, I'm not half the man I used to be. See those shadows and you. Oh, yesterday, softly, why she had to go, I don't know, she wouldn't say, I say something wrong, no, I don't, oh, yesterday, na na na, na na na, na na na, na na na. Around you
we'll circle your home back in and just keep falling. This wind will trick you into loving him. The rich man, we should have found by you a ring. The wise guy will teach you the ways of true love. As a tramp, quietly advancing.